Es ist ja ein wichtiges Thema, weil es eben nicht nur ein historisches Thema ist, die israelfeindliche Politik der DDR, sondern um ein anderes, vielleicht in dem Zusammenhang wichtiges Stichwort zu nennen, der linke Antisemitismus ist durchaus auch ganz unabhängig von der DDR-Existenz. Der war ja auch in der alten Bundesrepublik existent, zum Beispiel bei den linksterroristischen Gruppen, die ich auch erforsche, wie Sie ganz richtig gesagt haben. Nächster Punkt, bevor ich ganz richtig einsteige, ist, ich will nochmal sagen, dass die DDR eine Gesellschaft, ein Staat wurde, die eine Diktatur war und die auch antisemitische Politik nach innen und nach außen betrieb. Das hätte so gar nicht kommen müssen. Da gibt es keine Naturnotwendigkeit, dass das so war, keinen Zwang. Geschichte verläuft ja nicht zwanghaft, sondern da gibt es Leute, die Entscheidungen treffen. Und insofern ist dieses Thema, das ich jetzt erstmal so objektivierend vorstelle, man muss immer im Kopf behalten, es hätte so nicht kommen müssen, obwohl es so gekommen ist. Als erster wichtiger Punkt ist nochmal zu erinnern an das Ende der Shoah, an das Ende des Nationalsozialismus. Der wurde ja nicht beendet dadurch, dass es eine Rebellion gegeben hätte der deutschen Gesellschaft, die ja diese furchtbaren Verbrechen alle zu verantworten hat, sondern die Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa und auf der ganzen Welt ist nur deswegen möglich geworden, weil viele tapfere Soldaten, Soldatinnen, Offiziere, Generäle der alliierten Armeen Europa und die Welt vom Nationalsozialismus befreit haben, militärisch. Und ohne diese Befreiung wäre die Niederlage des Nationalsozialismus nicht möglich gewesen. Viele der Soldaten, viele der Offiziere, viele der Generäle haben dafür auch ihr Leben gegeben, dass diese Befreiung möglich geworden ist. Dabei wurden die Deutschen zwangsweise, ganz gegen ihren Willen, mitbefreit. Die Selbstbefreiung vom Antisemitismus, Rassismus, völkischen Nationalismus, die kam erst später, wenn sie denn überhaupt kam. Das ist ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang der DDR. Denn diese deutschen Gesellschaften, die sich nach dem Nationalsozialismus entwickelt haben, die sind alle sehr verschieden und die Auseinandersetzung mit dem NS, ein Einlassen darauf oder eine Abwehr, das ist das eigentliche Thema, um das sich mein Vortrag drehen wird. Für die Überlebenden war die Situation 45 gruselig. Die meisten der europäischen Juden waren umgebracht. Sollte man in der Gesellschaft weiterleben, die für diese Shoah, für diese vielen anderen Verbrechen verantwortlich war, sollte man in den Ländern weiterleben, die den Deutschen geholfen hatten, diese Verbrechen zu begehen. Alles sehr, sehr komplizierte Fragen, die nicht leicht zu beantworten waren. Wie Sie wissen, haben nicht sehr viele Menschen, nicht sehr viele Überlebende den Weg gewählt, dann in den beiden deutschen Staaten und in Österreich nach der Shoah zu leben. Für die nach nationalsozialistischen Gesellschaften hat ein Soziologe, der leider schon gestorben ist, Herr Lepsius, einen ganz guten Vorschlag gemacht, wie man die Geschichten dieser drei nach nationalsozialistischen Gesellschaften gut verstehen kann. Ich teile mit Ihnen mal den Aufsatz, den er dazu verfasst hat, im Jahr 1988. Ich hoffe, Sie können das alles gut sehen. Ich werde mal das noch auf Vollbild gehen. So, ich hoffe, Sie können das jetzt gut sehen. Den Titel des Aufsatzes, der Aufsatz, in dem der das erläutert hat, der Herr Lepsius, heißt „Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des Großdeutschen Reiches“. Der Aufsatz ist 88 erschienen. Es war zunächst ein Vortrag auf dem Soziologentag gewesen. Und Herr Lepsius sagt, es gab sozusagen drei Wege,
wie die nachnationalsozialistischen Gesellschaften sich mit dem NS, mit der Shoah und mit den anderen Verbrechen auseinandersetzen. Den ersten Weg, den wählten die Österreicher. Die argumentierten im Grunde genommen, wir sind nicht verantwortlich, wir sind selbst ja das erste Opfer der Nazis gewesen und wir waren sogar nur Objekt von Entscheidungen. Uns kann man diese furchtbaren Verbrechen und die Shoah nicht zurechnen. Es war der österreichische Weg. Die DDR wählte einen anderen Weg. Die Regierenden argumentierten, uns kann man die Verbrechen nicht zurechnen, weil wir haben ja nach dem Nationalsozialismus eine antikapitalistische, eine antifaschistische Gesellschaft aufgebaut. Wir haben die grundlegenden Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft abgeschafft. Faschismus ist unser Problem, nicht mehr. Das ist das Problem der kapitalistischen Länder, wie zum Beispiel der Bundesrepublik, wie zum Beispiel der USA. Und später hat man auch argumentiert, Israel ist das von der DDR auch als kapitalistisches Land angesehen wurde und teilweise auch als faschistisch attackiert wurde. Die Bundesrepublik Deutschland ging den dritten Weg. Sie beanspruchte ja, Nachfolgerin des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 zu sein. Die beanspruchte zunächst ja auch die Gebiete zurückzubekommen nach dem Ende des Nationalsozialismus. Und da sie beanspruchte, die Nachfolge angetreten zu haben, musste sie sich natürlich auch die Verbrechen zurechnen lassen und musste Verantwortung übernehmen. Das geschah, wie wir alle wissen, nur Schritt für Schritt. Aber entscheidend war, dass die Bundesrepublik anders als die anderen beiden Gesellschaften, die ich genannt habe, immerhin diese Verantwortung angenommen hat. Ob sie gut oder nicht so gut mit ihr umgegangen ist, das bleibe zu diskutieren. Wir diskutieren aber jetzt ja sozusagen den zweiten Weg, den der DDR, die argumentierte, ja, wir haben nach dem Krieg eine antifaschistische Gesellschaft geschafft, uns kann man das nicht mehr zurechnen, wir haben die grundlegenden Strukturen des Faschismus abgeschafft. Allerdings kann man diese Weigerung der DDR, sich der Shoah und der Haftung und Verantwortung zu stellen, nicht ganz von Anfang an so sehen. Denn es gab am Anfang eine ganz andere Möglichkeit, Entwicklungsmöglichkeit, eine ganz andere Chance. Als nämlich in den westlichen Besatzungszonen, also in der französischen, britischen und amerikanischen, die Alliierten, die dort Gesetze zur Restitution und Entschädigung von Opfern des Nationalsozialismus formulierten, da sagte die Sozialistische Einheitspartei, oh, das wollen wir aber auch haben in der sowjetischen Besatzungszone. Und hat ein Mitglied des Politbüros, Paul Merker, beauftragt, auch ein solches Gesetz für die DDR zu formulieren. Der Paul Merker wurde deswegen genommen, weil er, Moment, weil er im Exil in Mexiko gewesen ist und dort schon mit seinen Genossen und Freunden darüber debattiert hatte, wie das denn wäre, wenn der Nationalsozialismus zu Ende ist und dass man ein solches Gesetz zur Restitution und zur Entschädigung, dass man so etwas schaffen müsste. Er hat dazu auch ein Buch verfasst, was es leider nur noch antiquarisch gibt. Das habe ich Ihnen hier mitgebracht, sozusagen. Paul Merker, Deutschland sein oder nicht sein. In der Edition El Libro Libre ist das erschienen. Leider nur noch antiquarisch zu haben, kosten beide Bände zurzeit bei ZVRB, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, 180 Euro. Und also Paul Merker wurde nicht zufällig ausgewählt, dieses Gesetz zu überlegen. Als es dann allerdings fertig war, war man überhaupt nicht zufrieden mit dieser Sache. 1950 wurde Paul Merker aus der SED ausgeschlossen. Der Streit um dieses Gesetz drehte sich vor allem darum, dass Merker und seine Freunde, mit denen er das zusammen erarbeitet hatte, argumentiert hatten,
Wenn denn in der Zeit des Nationalsozialismus Eigentum arisiert wurde, das heißt Grundstücke weggenommen wurden und Häuser weggenommen wurden oder Fabriken weggenommen oder Bankguthaben eingezogen wurden, dann muss das selbstverständlich auch zurückgegeben werden. Das geht gar nicht anders. Und darin entzündete sich der Hauptkritikpunkt. Da wurde argumentiert in der SED, das geht gar nicht. Aber Paul Merker wurde nicht, dieses Gesetz, was er vorgeschlagen hatte, wurde nicht angenommen. Er wurde 1950 aus der Partei ausgeschlossen und 1952 sogar verhaftet. Es wurde ein Prozess vorbereitet. Das, was man ihm vorwarf, hat das Zentralkomitee der SED in einem Beschluss von 1952 vom Dezember festgehalten. Sie haben den Beschluss jetzt hoffentlich auf dem Bildschirm. Beschluss des ZK der SED vom 20. Dezember 1952. Da steht, es unterliegt keinem Zweifel mehr, dass Merker ein Subjekt der USA-Finanzoligarchie ist, der die Entschädigung der jüdischen Vermögen nur forderte, um dem USA-Finanzkapital das Eindringen in Deutschland zu ermöglichen. Das ist die wahre Ursache seines Zionismus. Merker fälschte die aus den deutschen und ausländischen Arbeitern herausgepressten Maximalprofite der Monopolkapitalisten in angebliches jüdisches Eigentum des jüdischen Volkes um. In Wirklichkeit sind bei der Arisierung dieses Kapitals nur die Profite jüdischer Monopolkapitalisten in die Hände arischer Monopolkapitalisten übergewechselt. Und so weiter und so fort. Außerdem steht da auch noch, die zionistische Bewegung hat nichts gemein mit Zielen der Humanität und wahrhafter Menschlichkeit. Sie wird beherrscht und gelenkt, befehligt vom USA-Imperialismus, dient ausschließlich seinen Interessen und den Interessen der jüdischen Kapitalisten. Also in dieser Art argumentierte man, es war eine antikapitalistisch-antisemitische Argumentation, die hier aufgefahren wurde. Und diese Kampagne gegen Merker, der inhaftiert war, ein Prozess wurde vorbereitet. Später ist er dann auch zu 8 Jahren Haft verurteilt worden unter den Vorwürfen, die hier schon, die ich eben hier zitiert habe. Diese Kampagne gegen Merker stand im Dezember und Dezember 52, Januar 53 nicht allein. Das war eine Kampagne, kurz gesagt, gegen alle Juden in der DDR und vor allem gegen diejenigen, die in der Emigration überlebt hatten und aus der Emigration zurückgekommen waren. Aus der Emigration vor allem aus den westlichen Ländern, sprich USA, sprich Großbritannien. Denen wurde unterstellt, sie seien während des Nationalsozialismus von westlichen Geheimdiensten unterstützt worden. Nach dem Ende des Krieges seien sie zurückgeschickt worden und seien dann in die osteuropäischen Länder, nicht nur in die DDR, zurückgeschickt worden, um dort den Sozialismus zu zerstören. Das war die Verschwörungstheorie, die hinter dieser Kampagne steckte. Diese Kampagne gab es auch nicht nur in der DDR, die gab es in ganz Osteuropa. Die ging aus von der Sowjetunion und hatte was zu tun mit Stalins Ambitionen. Wenn Sie das mal im Detail lesen wollen, wie das in den ganzen osteuropäischen Ländern ablief, dann müssen Sie ein Buch lesen, was hier jetzt gleich hoffentlich erscheint. Hier ist es, von Arno Lustiger. Rotbuch Stalin und die Juden heißt das, sehr wichtige Lektüre. Hier wird deutlich, dass Stalins Politik direkt nach dem Krieg sich änderte. Zunächst, unmittelbar nach dem Krieg, hatte die Sowjetunion die Gründung eines Staates in Israel unterstützt. Als der berühmte Teilungsbeschluss gefasst wurde, der Vereinten Nationen 1947, der das britische Mandatsgebiet in zwei, einen jüdischen und einen arabischen Staat teilte oder besser gesagt erlaubte, dass diese zwei Staaten gegründet werden sollten. Da hat die Sowjetunion sich dafür ausgesprochen, ganz vehement, auch unter Hinweis auf die Shoah und auf die Verbrechen wurde argumentiert, das ist jetzt wichtig und nötig, dass das geschieht. Und als nach der Gründung des Staates Israel
1948 die arabischen Nachbarn das neu gegründete Israel attackierten, mit einem Krieg überzogen. Da hat die Sowjetunion Waffen geliefert über die Tschechoslowakei, sodass Israel diesen Krieg, den Unabhängigkeitskrieg, gewinnen konnte. Stalin machte das allerdings nicht so ganz selbstlos. Also er war der Auffassung, Israel könnte sich in eine Gesellschaft der östlichen Hemisphäre, also in ein sozialistisches, ein Land des sozialistischen Lagers verwandeln. Das war die wesentliche Ursache, warum er die Gründung Israels unterstützt hat. Als dann bemerkbar war, dass Israel eine Demokratie wurde, bis heute die einzige Demokratie im Nahen Osten, da hat er seine Unterstützung eingestellt und hat sich außenpolitisch umorientiert auf die Unterstützung von arabischen Gesellschaften, die ja im Krieg mit Israel sich befanden und nach 48 dann maximal in einem Waffenstillstand sich befanden. Diese ganze Kampagne gegen Juden, gegen Westimmigranten in den osteuropäischen Gesellschaften und in der DDR, die war sozusagen die innenpolitische Absicherung dieses außenpolitischen Positionswechsels von Stalin. Allerdings hat sie doch in Deutschland noch eine besondere Bedeutung, denn schließlich war es hier so, dass die deutschen nichtjüdischen Kommunisten sich sozusagen gegen ihre jüdischen Leidensgenossen wendeten, mit denen sie gegen die Nazis gekämpft hatten, mit denen sie bei den Nazis in Konzentrationslagern gesessen hatten. Also das hatte schon nochmal eine eigene Brisanz in der deutschen Gesellschaft. Und warum die SED sich nicht geweigert hat, diese Kampagne mitzumachen gegen die Juden in der DDR, das ist sozusagen der Punkt, über den wir reden. Wie konnte das sein, dass Genossinnen und Genossen, andere jüdische Genossen, als Agenten des US-Imperialismus, als Agenten des Zionismus, so wie eben Mercker attackiert. Mercker war im Übrigen kein Jude gewesen. Er wurde allerdings wegen seiner Parteinahme für Israel und wegen seiner Parteinahme für Juden in der DDR als Judenknecht attackiert und gesehen. Also der Beginn des linken Antisemitismus in der DDR, der israelfeindlichen Politik, der liegt in den 50er Jahren in der Auseinandersetzung um ein Gesetz zur Restitution und Entschädigung von Opfern des Nationalsozialismus. Und in dem Kontext beginnt dieser linke Antisemitismus Bedeutung zu gewinnen. Wir wissen, dass Antisemitismus im Mittelalter bediente er sich sozusagen des Vorurteilsbildes vom Gottesmörder. Die Juden wurden, denen wurde vorgeworfen, sie hätten Jesus umgebracht. Das heißt, sie wurden charakterisiert als eine große, aggressive, hinterhältige Macht, der es sogar gelungen war, den Sohn Gottes umzubringen. Das hat sich im 19. Jahrhundert geändert. Der Vorurteil war jetzt nicht mehr der Gottesmord. Das Vorurteil war, die Juden stecken hinter allen schlimmen, allen schlechten Entwicklungen der Moderne, hinter dem Kommerz, hinter der Urbanisierung, hinter der Industrialisierung der Gesellschaft. Sie sind für alles, was an dieser modernen Welt schrecklich ist, verantwortlich. Der Hauptknüller von der Lektüre her gesehen im 19. Jahrhundert. Moment, ich muss erst auf die richtige Folie. Der Hauptknüller im 19. Jahrhundert in Deutschland war ein Buch des Journalisten Wilhelm Marr. Und Sie können an dem Titel dieses Buches bereits erkennen, wohin die Argumentation zielt. Der Titel des Buches lautet Sieg des Judentums über das Germanentum. Es erschien 1879. Das gibt
einen Eindruck, was dieser Antisemitismus im 19. Jahrhundert war. Angeblich ist es den Juden gelungen, die ursprüngliche deutsche Gemeinschaftlichkeit, Nation zu zerstören. Der Sieg des Judentums über das Germanentum, das war die Parole. Das ist Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Der linke Antisemitismus, der hier in der DDR aufscheint, der ist so ähnlich. Die Juden sind der Kapitalismus, sind der Imperialismus, dem es gelingt, oder der den Versuch macht, in die DDR einzudringen. Und Paul Merker ist sozusagen der Agent, der den Versuch gemacht hat, das von dem deutschen Arbeiter da erwirtschaftete Eigentum an zionistische Kapitalisten zu transferieren. Das ist das Bild, was hier aufgerufen wird. Es ist so ähnlich wie der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, ist aber nicht ganz genau das Gleiche. Aber es war nicht nur die Zurückweisung der Entschädigung, der Restitution, die den linken Antisemitismus in der DDR zu einem wesentlichen Faktor gemacht hat. Dieser Antisemitismus, der in den 50er Jahren zum ersten Mal auftrat in der Debatte um Entschädigung, hat sich später in der DDR noch weiter radikalisiert. Und zwar in folgendem Zusammenhang. In den 50er Jahren war die DDR eigentlich ein Staat, der nur innerhalb des Warschauer Paktes, kurz gesagt, akzeptiert war. Weitere Staaten haben sich international für die DDR nicht interessiert. Und in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, haben dann die Staatslenker, die Chefs der SPD, erst Walter Ulbricht, später Erich Honecker, den Versuch gemacht, die DDR weiter anerkannt zu bekommen und sind dabei auf die Idee verfallen, okay, wenn uns sonst keiner mag, keiner akzeptieren will, dann versuchen wir es doch da bei den Gesellschaften, die sich im Krieg gegen Israel befinden. Also dienen wir uns an als eine Kraft, die in Europa mit auf der Seite der Gegner und Feinde Israels steht. So ist es dann auch gekommen. Diese Politik, die DDR zu einem Bündnispartner der Staaten zu machen, die im Krieg mit Israel sich befanden, die hat Walter Ulbricht eingeleitet, 1967, hat eine Rede gehalten in Leipzig. Das war im Zusammenhang mit dem Sechstagekrieg, einige Tage nach dessen Ende. Und an dieser Rede kann man gut erkennen, wie sehr sich der Antisemitismus, der linke Antisemitismus, wie der sich noch radikalisiert. Ulbricht sagte in dieser Rede zum Beispiel: Die Welt kann nicht akzeptieren, dass ein Vierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg der Aggressor Israel und seine Männer hinter den Kulissen ein Sinai-Protektorat oder ein Generalgouvernement Jordanien zur erneuten kolonialen Unterdrückung der arabischen Völker schaffen. Weiß nicht, ob bei Ihnen auch die Ohren klingeln, wenn Sie solche Wörter lesen wie Sinai-Protektorat oder Generalgouvernement Jordanien. Nicht? Was Ulbricht hier formulierte oder sprachlich durchklingen ließ, war, dass er im Grunde genommen Israel als eine Nachfolge, eine Gesellschaft ansah, die nationalsozialistische Politik machte. Das Wort vom Generalgouvernement war die Bezeichnung der deutschen Nazis für das besetzte Polen, ein Teil des besetzten Polen. Protektorat verwendete man im Zusammenhang mit Böhmen und Mähren. Also Ulbricht versucht in dieser Rede eine klare Parallele zu ziehen zwischen der israelischen Politik und der nationalsozialistischen Politik. Es wird noch deutlicher,
Wenn Sie das dritte Zitat aus dieser Rede anschauen, ich lese es vor, was für ein verdammter Hohn. Unter der Hitlerherrschaft wurden in Auschwitz und in anderen Vernichtungslagern polnische, niederländische und ungarische Staatsbürger, Frauen, Kinder, ältere Frauen und Männer ermordet. Infolgedessen zahlt die Bonner Regierung, die sich als Nachfolgerin des Hitlerregimes betrachtet, den Staaten, deren Bürger ermordet wurden, keine Entschädigung. Die Bonner Regierung liefert Panzer und anderes schweres Kriegsmaterial an Israel. Mit Hilfe dieser Restitution werden Tausende von arabischen Männern, Frauen und Kindern getötet, mit Napalm verbrannt oder auf unmenschliche Weise verstümmelt. Es ist eine Schande, dass die westdeutsche Regierung zu solchem Zynismus fähig ist. Hier ist die Argumentation noch deutlicher. Das früher faschistische Deutschland unterstützt heute eine faschistische Aggression von Israel gegen arabische Männer, Frauen und Kinder. Das ist die Argumentation, das ist das Bild, was gemacht wird. Also zusätzlich zu der schon in den 50er Jahren hörbaren Argumentation, Juden sind diese brutalen Kapitalisten, die alle ausbeuten, kommt jetzt noch das Bild, der jüdische Staat, die Politik des jüdischen Staates ist gleichzusetzen mit der nationalsozialistischen Politik. Das hat sich auch noch in den späteren Jahren noch weiter radikalisiert. Das war nicht nur eine Politik der DDR, die nach dieser Rede Ulbrichts im Übrigen anfing, arabische Gesellschaften auch zu bewaffnen und die mit Waffen auszustatten. Sie hat auch in internationalen Organisationen begonnen, an der Propaganda und an der Dämonisierung Israels mitzuwirken. Vielleicht sagt Ihnen etwas, das habe ich jetzt hier eingeblendet, die berühmte Resolution der Vereinten Nationen vom November 1975, in der der Zionismus mit Rassismus gleichgesetzt wird. Das wurde natürlich auch von der DDR mit unterstützt. Das heißt, die DDR hat sich der Antisemitismus trotz Antifaschismus, der hat sich in der Zeit der DDR noch radikalisiert. In den 50er Jahren richtete er sich nur, in Anführungsstrichen, gegen Juden, die in der DDR lebten, gegen die Vorstellung, dass für diejenigen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten, die von den Nazis ermordet worden waren, dass da Restitution und Entschädigung nötig wäre. Jetzt ging es darum, auch eine Argumentation zu entwickeln, die möglich machte, Politiken mit zu unterstützen, die kriegerisch gegen Israel gerichtet waren. Die DDR war auch das erste Land da im Ostblock, was ein PLO-Büro aufgemacht hat, nämlich im Jahr 1973. Und da ist diese Politik, dass die DDR die Feinde Israels unterstützte, ganz massiv öffentlich geworden. Ich habe Ihnen hier mitgebracht einen Brief, einen Auszug aus einem Brief von Heinz Galinski, damals der Vorsitzende der Westberliner jüdischen Gemeinde. Und der hat einen offenen Brief an Erich Honecker geschrieben, eben zu dem Zeitpunkt, als das Büro der PLO in Ostberlin eröffnet wurde. Und er schreibt da drin, ich lese es vor, weil das unser Thema Antisemitismus trotz Antifaschismus behandelt. Er schreibt da drin, mit Erstaunen sehen wir, dass die Haltung der DDR gegenüber Israel feindseliger ist als in anderen sozialistischen Ländern. Jetzt hören wir von ihrer Seite die Versicherung, dass sie gar nichts gegen Juden haben. Vielmehr sei es nur der Zionismus, den sie verurteilen und bekämpfen. Wir haben negative praktische Erfahrungen mit solchen Theorien gemacht. Es schmerzt uns besonders, dass Menschen, die mit uns unter dem Nationalsozialismus gelitten und gegen ihn gekämpft haben, solche destruktiven Emotionen und Gefühle fördern, seit über 28 Jahren nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft haben die wenigen Überlebenden in unserer Gemeinde, wie auch ihre politischen Freunde, betont, dass die Solidarität der vom nationalsozialistischen Regime Verfolgten eine der wichtigsten Voraussetzungen für die wirksame Bekämpfung des bösen Geistes der Vergangenheit ist. Sie und ihre politischen Freunde haben diese Position offensichtlich aufgegeben. Soweit dieser Brief
von Heinz Kalinski an Erich Honecker, der nochmal deutlich macht, wie klar damals auch für Außenstehende deutlich war, was sich da in der DDR entwickelte und wie sich diese Politik radikalisierte in den 50er Jahren, als Paul Merkel angeklagt worden war, in dem Winter 52, 53, als man ihn inhaftiert hatte. Da hatte die antisemitische Kampagne dazu geführt, dass große Teile der in der DDR lebenden Juden die DDR verließen. Man hat durch die Propaganda in den Medien, durch Inhaftierung und anderes, hat man geahnt, dass sich hier etwas Schreckliches vorbereitet. Und so sind viele Leute geflohen. Etwa 500 Juden sind im Winter 52, 53 aus der DDR geflohen in die Bundesrepublik. Jetzt, in den 60er Jahren, nach dem Sechstagekrieg, war das noch wesentlich radikaler, was die DDR Politik machte, nämlich sie fing an, arabische Staaten zu bewaffnen, Kriege gegen Israel zu führen und sie unterstützte die PLO, die auch ja vor Attacken auf Zivilisten in Israel nicht zurückschreckte und nicht nur in Israel, sondern auch in Europa diese Terrorpolitik verbreitete. Also das ist ein Radikalisierungsprozess des Antisemitismus, der sich hier vollzieht in der Entwicklung der DDR von den 50er Jahren bis in die 60er Jahre. Wenn Sie das alles im Detail verfolgen wollen, wir haben ja in diesem Vortrag nicht so viel Zeit, dann schlage ich Ihnen vor, Bücher zu lesen, die das im Detail darstellen. Und da brauchen Sie unbedingt das Buch von Jeffrey Herf, das auf Englisch Undeclared Wars with Israel heißt und seine deutsche Fassung Unerklärte Kriege gegen Israel, die 2019 erschienen ist. Da wird das alles im Detail aufgeschlüsselt. Da kriegen Sie auch ganz genau erzählt, was man aus den Dokumenten in den DDR-Archiven heute erfahren kann, wie viele Flugzeuge Israel lieferte, die DDR lieferte. Wie viel Maschinengewehre, wie viel Munition geliefert wurde und so weiter. Der Jeffrey Herf hat das alles aus den Archiven herausgezogen. Das, was man damals nur ahnte, was Heinz Galinski sozusagen aus dem Ton der Reden von Erich Honecker schon rausgehört hatte, das hat er jetzt hier alles dokumentiert in diesem Buch. Also es ist absolut wichtig, wenn Sie das im Detail noch genauer wissen wollen, als ich Ihnen das hier vortrage. Lesen Sie dieses Buch von Jeffrey Herf. Aber nochmal sei betont, die Entwicklung zu einer Diktatur, die auch zu einer linken Diktatur, die auch vor Antisemitismus nicht zurückschreckt, sondern ihn als Mittel in der Politik einsetzt, war keineswegs notwendig. Das war keineswegs eine zwangsläufige Entwicklung. Andere deutsche Gesellschaften haben ja andere Entwicklungen nach dem Krieg vollzogen. Und auch in der DDR, wie wir schon gesehen haben, am Beispiel Paul Merker, gab es immer Leute, die sich gegen diese Politik gewendet haben. Ganz wichtig ist hierbei auch an einen Menschen zu erinnern, der in der DDR gelebt hat, vom Anfang bis zum Ende, Helmut Eschwege. Helmut Eschwege war eigentlich Hamburger, eine jüdische Familie. Der Vater ist 36 gestorben, aber mit seiner Mutter und seinen Geschwistern ist es ihm gelungen, in das britische Mandatsgebiet Palästina zu entkommen, vor den Nazis zu fliehen. Und er hatte die Tora-Schule in Hamburg besucht, hatte eine Kaufmannslehre in Hamburg gemacht und 36 ist es ihm dann gelungen, mit seiner Mutter und mit seinen Geschwistern nach Palästina zu entkommen. Über verschiedene Stationen ist jetzt so lang, will ich Ihnen nicht erzählen. Der ist dann, seine Freunde haben nur den Kopf geschüttelt, 1945 aus Palästina zurück nach Deutschland. Die meisten seiner Freunde haben gesagt, du musst bescheuert sein. Wie kannst du ins Land der Täter zurückkommen. Das kann doch gar nicht sein. Aber er war davon überzeugt, dass es sogar seine Pflicht wäre, dorthin zu gehen. Und er hat dann, das will ich Ihnen vortragen, das charakterisiert seine Haltung, wie er zurückkommt.
hat dann auf Anforderung an den Paul Merker, von dem ich ja schon gesprochen habe, mal aufgeschrieben, was er denkt, was gut wäre, was eine linke deutsche Regierung jetzt sagen und tun sollte. Der Paul Merker hatte an all seine Freunde Briefe geschrieben und gesagt, was sollen wir denn jetzt machen? Wie sollen wir unsere Politik formulieren? Und da hatte der Eschwege ihm folgenden Vorschlag geschickt. Er hatte gesagt, das deutsche Volk erwartet, dass das Vertrauen der Juden zu ihm in der Zukunft zurückkehren möge. Dies hofft es durch seine künftige Führung und Taten zu beweisen. Das deutsche Volk anerkennt durch aktive oder passive Beteiligung in seiner überwiegenden Mehrheit am Hitlersystem seine Schuld gegenüber den Juden und hofft, den wenigen überlebenden Juden und jüdischen Gemeinschaften durch weitgehende Wiedergutmachung der wirtschaftlichen und körperlichen Schäden einen Teil seiner Schuld abzutragen. Das war die Haltung von Helmut Eschwege. Also er sah es durchaus als Möglichkeit, dass eine linke, sozialistische Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die die Verantwortung und die Haftung für die Shoah übernimmt. Und durch ihre Haltungen und durch ihr Tun, durch ihr Handeln, das Vertrauen der Überlebenden wieder erwerben kann. Das war seine Konzeption. Der Helmut Eschwege ist in dem Winter 52, 53, als diese massive Kampagne gegen Juden in der DDR gestartet wurde, nicht geflohen, nicht in den Westen gegangen, hat er später häufig gesagt, sei ein großer Fehler von ihm gewesen, aber er war eben überzeugt, dass es ihm noch gelingen könnte, seine Genossinnen und Genossen, obwohl sie ihn aus der Partei geworfen hatten, zu überzeugen. Ich gehe nochmal zurück zu der Autobiografie, die ich Ihnen hier schon gezeigt hatte, die er geschrieben hat in den 50er Jahren. Sie sehen den Titel, der heißt Fremd unter meinesgleichen. Helmut Eschwege war ein Linker und er war gleichzeitig ein Jude. Und er meinte, dass das kein Widerspruch, kein Gegensatz sein muss und auch nicht sein darf. Und alles, was er tat, war in diese Richtung hin orientiert. Er hat dann bereits in den 50er Jahren fertiggestellt, ist erst in den 60er Jahren gedruckt worden, die fast einzige Dokumentation über den Holocaust in der DDR veröffentlicht. Die Parteiführung hat ihm zwar seine ganze Analyse des Nationalsozialismus nicht gestattet zu drucken. Sie haben ihm nur gestattet, eine Dokumentation daraus zu machen. Das Vorwort wurde dann von parteioffiziösen Historikern zugeliefert, aber immerhin die Dokumente konnten gedruckt werden und so ist dieses Buch Kennzeichen J in der DDR erschienen, wie Sie sehen im Verlag, im deutschen Verlag. Es ist gleichzeitig übrigens auch in der Bundesrepublik erschienen, in dem Röderberg Verlag, der so ein bisschen DKP-nah ist, wenn Ihnen das noch was sagt. Also Eschwege hat nicht nur damals mit dem Brief an Paul Merker, sondern auch mit seinen späteren Arbeiten. Ich zeige Ihnen mal hier noch ein Buch, was er geschrieben hat, was ein richtiger Renner war in der DDR. Das heißt, die Synagoge in der deutschen Geschichte. Eigentlich wollte Eschwege ein Buch schreiben über deutsche Juden, über die Geschichte deutscher Juden. Und er ahnte, dass sowas in der DDR nicht gut geht. Und dann hat er gesagt, okay, dann schreibe ich eben ein Buch über die Synagogen, über die Geschichte der Synagogen und schmuggle das Thema, eine Geschichte der deutschen Juden, über eine solche Erzählung über die Geschichte der Synagogen mit hier rein. Ist ein richtiger Renner geworden, ist natürlich beim Verlag 12 Jahre gelegen, wurde immer wieder überarbeitet, zensiert, im Grunde genommen. Also der Mann hat wirklich einen sehr schweren Kampf gefochten, um ein bisschen jüdische Identität zu bewahren, aufrechtzuerhalten und in der DDR lebbar zu machen. Wie Sie ahnen, ist dieser Mensch nicht unverfolgt geblieben. Die Akte des Ministeriums für Staatssicherheit, die zu ihm geführt wurde, trug den Namen OV, operativer Vorgang Zionist.
Er wurde also genau wie Mercker als ein Agent des Zionismus angesehen. In dieser Akte finden sich Sätze wie, der Herr Eschwege sei ein Stützpunkt des Gegners, womit der israelische Geheimdienst gemeint war. Also trotzdem, unter schweren Bedingungen hat ein Linker, der durchaus große Sympathie mit dem Projekt DDR hatte, den Versuch gemacht, dass hier sich eine DDR entwickelt, die Verantwortung und Haftung übernimmt und in der Juden leben können und in der sie ihre Identität bewahren können, was aus der Perspektive allerdings des Regimes ein verbrecherisches Unterfangen war. Man hat versucht, ihn eben als Agenten des israelischen Geheimdienstes anzuklagen. Das allerdings ist nicht gelungen. Es gab auch noch eine zweite Gruppe von Menschen, die gegen diese anti-israelische Politik der DDR aufgestanden sind. Und zwar haben die sich versammelt in der Gruppe Aktion Sühnezeichen. Aktion Sühnezeichen ist Ihnen möglicherweise bekannt, ist von einem evangelischen Pastor Lothar Kreissig gegründet worden. Der ist 1898 in Sachsen geboren, war einer der wichtigen Widerständler im Nationalsozialismus, war der einzige Jurist, der eine Anklage gegen die Euthanasiemorde gestellt hatte, und ist dafür rausgeflogen, auf dem Bauernhof überlebt und hat dort jede Menge Menschen versteckt, hat heute ein Ehrenmal in Yad Vashem, gilt als einer der Gerechten unter den Völkern. Nach dem Krieg hat er gemeint, na, mit dem Juristen, das wird nichts, die DDR ist eine Diktatur, und dann ist er Kirchenfunktionär geworden. Und dieser Lothar Kreissig, der hat auf einer Reise 1954 in sein Tagebuch eine Idee formuliert, die später zur Gründung der Aktion Sühnezeichen führte. In diesem Tagebuch hat er 1954 geschrieben: Wir bitten um Frieden, wir Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg begonnen und schon damit mehr als andere unermessbare Leiden der Menschheit verschuldet. Deutsche haben im frevlerischen Aufstand gegen Gott Millionen von Juden umgebracht. Wer von uns Überlebenden das nicht gewollt hat, der hat nicht genug getan, es zu verhindern. Wir bitten die Völker, die Gewalt von uns erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit unseren Händen und mit unseren Mitteln in ihrem Lande etwas Gutes zu tun. Ein Dorf, eine Siedlung, eine Kirche, ein Krankenhaus oder was sie sonst Gemeinnütziges wollen, als Sühnezeichen zu errichten. Lasst uns mit Polen, Russland und Israel beginnen. Hat er 54 in sein Tagebuch geschrieben. 58 ist die Aktion Sühnezeichen gegründet worden. Weiß nicht, ob Ihnen die Aktion Sühnezeichen was macht. Die schickt junge Menschen aus Deutschland in die Länder, in denen die Nationalsozialisten die größten Verbrechen begangen haben, und hat dort helfen sie beim Aufbau, schaffen etwas, was dort nötig ist. Aus dieser Tradition kam auch eine Erklärung von evangelischen Bischöfen aus dem Jahr 1975. Und die richtete sich gegen das, hatte Ihnen das vorhin vorgestellt, was die DDR-Regierung in der UNO machte. Die hatte dort dieser Resolution zugestimmt, die Israel den Zionismus als Rassismus bezeichnete. Und die Bischöfe der DDR haben dagegen erklärt, ganz im Geiste von dem Lothar Kreissig: Wir haben nicht zu vergessen, als Christen sind wir nach dem Zeugnis der Bibel in die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel gestellt. Als Deutsche haben wir in der Vergangenheit das Existenzrecht des jüdischen Volkes in einem erschreckenden Maße verneint. Zitat Ende. Also nicht nur linke jüdische Kommunisten waren der Auffassung, dass die DDR-Politik, so wie sie dann war, nicht hätte sein müssen, dass es dazu Alternativen gab. Auch aus der christlichen Ecke gab es Kritik bis hin zu öffentlicher Kritik an der Außenpolitik der DDR. Trotzdem hat sich diese
linke antisemitische Politik der DDR bis zu ihrem Ende fortgesetzt. Sie ist nicht gestoppt worden, sie ist nicht abgeändert worden. Allerdings im Umbruch selbst dann ist doch was Entscheidendes geschehen. Die erste entscheidende Entwicklung war am 12. Februar 1990. Da hat nämlich der Runde Tisch, das war das Organ, wo die DDR und die Bürgerrechtler um die Einführung der Demokratie in der DDR gestritten haben, der Runde Tisch, der hat einen Beschluss gefasst und hat die DDR-Regierung, die damalige provisorische DDR-Regierung, beauftragt, eine Änderung ihrer Politik herbeizuführen. Der Beschluss liest sich folgendermaßen: Seit Wochen hören wir von antijüdischen Pogromdrohungen in verschiedenen sowjetischen Städten. Antisemitische und nationalistische Kräfte haben sich organisiert und bedrohen das Leben von Juden. Diese Entwicklung bedroht nicht nur Menschenleben, sie stellt auch den Erfolg der Perestroika in der Sowjetunion in Frage. Eingedenk der Tatsache, dass bei den Judenverfolgungen und Vernichtungen durch den deutschen Faschismus die ganze Welt zugesehen hat, rufen wir auf, die deutsche Schmach der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Ein talmudisches Gesetz sagt, alle Gesetze müssen gebrochen werden, wenn ein Leben gerettet werden kann. Deshalb fordern wir, dass die DDR-Voraussetzung zur sofortigen Aufnahme von sowjetischen Juden, die es wünschen, unabhängig von bestehenden Rechtsvorschriften trifft. Das war wirklich revolutionär. Und am runden Tisch, wo ja nicht nur Bürgerrechtler saßen, sondern auch die Funktionäre von SED und anderen, wurde dem ohne Gegenstimme wurde das verabschiedet. Und die DDR-Regierung hat das dann auch vollzogen. Als DDR und Bundesrepublik sich vereinigten, ist dann von den Innenministern der Vereinigten Bundesrepublik dieser Beschluss aufgenommen worden. Und Sie wissen vielleicht, dass nach dieser entscheidenden Schritt des Runden Tisches der DDR ungefähr 220.000 Menschen aus der Sowjetunion, Juden, nach Deutschland gekommen sind. Ein zweiter wesentlicher Beschluss soll hier noch Erwähnung finden. Dann komme ich auch schon zu meinem Ende. Und zwar ist das der Beschluss von der Volkskammer, die im April 1990 neu gewählt wurde. Hier sehen Sie ein Foto. Und bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments am 12. November, da hat auf Initiative eines Bürgerrechtlers, Konrad Weiß, diese Volkskammer folgenden Beschluss gefasst. Es ist viel länger, als er hier steht. Ich habe Ihnen nur jetzt die Anfangssätze rausgenommen. Da steht: Wir, die ersten frei gewählten Parlamentarier der DDR, bekennen uns zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte und ihre Zukunft und erklären einmütig vor der Weltöffentlichkeit, das Deutsche ist während der Zeit des Nationalsozialismus den Völkern der Welt unermessliches Leid zugefügt worden. Nationalismus und Rassenwahn führen zum Völkermord, insbesondere an den Juden aus allen europäischen Ländern, an den Völkern der Sowjetunion, am polnischen Volk und am Volk der Sinti und Roma. Diese Schuld darf niemals vergessen werden. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande. Das, so der Beschluss der Volkskammer vom 12. April 1990. Der ganze Beschluss ist sehr viel länger, als ich das jetzt hier vorgetragen habe. Er ist als Begleitmaterial zum Einigungsvertrag der beiden deutschen Staaten aufgenommen worden, um sozusagen den Geist zu charakterisieren, in dem diese Vereinigung der beiden deutschen Staaten stattfand. Also, ich komme zum Schluss. Der linke Antisemitismus, den die DDR entwickelte, hat sich von den 50er Jahren, den 60er Jahren noch mal weiter radikalisiert. Er war wesentlich gerichtet gegen die Idee
dass eine deutsche Gesellschaft nach 45 Verantwortung und Haftung übernehmen muss für die Verbrechen, die sie vorher begangen hat. Die DDR hat sich da rausgemogelt, rausgeschummelt mit der Argumentation, diese Juden, mit der Argumentation, man habe ja jetzt eine antikapitalistisch-antifaschistische Gesellschaft konstruiert und sei dafür nicht zuständig. Zuständig seien kapitalistische Länder wie die alte Bundesrepublik, die USA und so weiter, die seien für den Faschismus anfällig. Und diese Argumentation ist bis zum Ende der DDR durchgehalten worden, obwohl es dagegen auch immer Leute gab, die dagegen protestiert haben. Die konnten sich allerdings erst am Ende durchsetzen, wie der Beschluss des Runden Tisches zur Aufnahme sowjetischer Juden zeigt und wie diese Erklärung der Volkskammer vom 12. April 1990 zeigt. Nichtsdestotrotz ist anzunehmen, aber darüber kommen wir vielleicht gleich ins Gespräch, dass natürlich mit so einem Beschluss eine solche lang tradierte antisemitische Politik einer sozialistischen Diktatur mit so einem Beschluss einer Volkskammer nicht beendet ist, sondern sich das weiter tradiert, weiter im Denken und Fühlen von Menschen übrig bleibt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche, dass wir eine lebhafte Diskussion haben. Ich habe diesen Beitrag, diese Präsentation, die ich hier gemacht habe, als PDF. Ich schicke das an die Kollegen, die hier diese Veranstaltung organisieren, und jeder, der von Ihnen möchte, der Interesse hat an den Büchern, Zitaten, woher das ist und so weiter, der kann das bei der DEG in Stuttgart sich anfordern. Ja, aber jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.